Ah, Ja, hier sieht man das Bild noch nicht, aber wir okay. Oh sehen. Gott. Ja, der hat einen Helm auf jeden Fall auf, der will sich von den ganzen Projektilen schützen. Duck Hunt schmeißt ja auch mit echt viel Zeug um sich herum. Und da geht's Naja, okay. die Downbeat von Duck Hunt kommt ja von vorne und nicht von oben. Ja, aber die kommt auch auf deinen Kopf nun wieder. Ja, okay, ja, ganz stimmt. Ja, der F-Smash wird sofort geblockt. Und wir sind sofort im Letzter. Die Projektile werden von auf einmal. Okay, der Down-Smash nach dem Deep-Shoot-Getup. Wilde Smash-Tags werden sofort am Anfang des Games umhergeschmissen. Mit der Cam wird auch wieder gearbeitet. Beide jagen sich selbst in die Luft. Von der Dose muss man auf jeden Fall aufpassen bei Gakken. Ja, das auf jeden ist so Fall. Gefährlich. Wir hatten letzte Runde ja auch Rufen gegen Beißel. Die Can hat so viel Impact gehabt, das ist erstaunlich. Also wenn man die auch nur einmal aus den Augen lässt, man hat sofort Nachteile. Nicht nur das, vor allem haben wir es mit Beißel zu tun, welcher ja eigentlich immer weiß, wie diese Dose liegt, wie fliegt sie. Der Mann ist ja wirklich als Duck Hunt geboren und weiß einfach, wie er mit der umzugehen hat. Und wir sind jetzt so im Ledge-Stirt, da muss der Punkt erstmal rauskommen mit dem Meepboard. Meepboard hat aber sehr viel Tempo, sehr viel Speed. Kann sich sehr schnell von einem Ort zum anderen. Und ist auch sofort wieder in der dominanten Position hier. Duck Hunt aber fühlt sich eigentlich gar nicht so unwohl an der Ledge, habe ich das Gefühl. Aber der Punkt hält sich auch ziemlich gut. Ja, das stimmt, stimmt. Obwohl die ganzen Projektile ihn gänzlich nicht schaffen machen. Ja, aber wir sehen im Time. Oh, und da kommt die Can. Sehr hoch geflogen auf jeden Fall. Oh, der Funk haben wir der Funk jetzt von einem F-Smash getroffen an der Ledge. Beißel auf jeden Fall mit den wildesten Option hier am Start. Ich glaube, das war auch gerade ein Down-Smash oder ein weiteres Projektil, bin ich nicht ganz sicher. Ich weiß es gerade auch nicht. Ja, aber der Cowboy hier auch wieder. Dieser Cowboy wirkt so nutzlos, aber dieser Schuss macht viel Schaden. Er ist auch einfach darum zu distracten und die Leute aufzuhalten. Man kann mit ihm auch, wenn ein Gegner zum Beispiel ein Projektil hätte, kann man mit dem Cowboy auch das Projektil quasi abfangen. Ja, genau. Er ist sowas wie eine kleine Schutzwall. Einfach wie Blöcke. Es ist Steve Blockwand in schlecht. In schlecht, ja, genau. Ja. Aber zurück zum Match. Basil hier auf jeden Fall einen kleinen Vorsprung. 70%, das kann man als Meatballer schon. Oh mein Gott, der F-Smash Reed. Irgendwie sind die Smashes von Gakkant auch richtig stark. Die F-Smash, die Smash-Decks sind sehr stark. Das Problem ist, teilweise funktionieren sie nicht, aber bei Basil habe ich das Gefühl, funktionieren die immer. Also, okay, und wir sind wieder auf dem Desktop angekommen. Ja, ich nicht mehr. Das Ganze ist auch ein bisschen zu brutal, um es hier auf Twitch live zu zeigen. Weil sie hier schon mit einem starken Lied am Start. Das war gerade zensiert, weil das war Tierquägerei. Ganz genau, der arme Hund. Was die Peter wohl, was du sagen würdest. Aber ist es hier wirklich der Hund, der gequält oder der Mensch? Das sieht hier eher nach Rache der Natur aus. Ich glaube, diesmal ist der Mensch das Haustier geworden. Oh ja, das wäre wirklich einfach umgedreht Regeln. Oh mein Gott, der Confirm! Insane. Oh. Can into back air offstage. Mein Gott. Wer spielt Duck Hunt? Wer macht sich die Mühe, das zu lernen? Das ist erstaunlich. Ich habe ihn sogar mal gespielt. Wow. Auf dem 3GS, ich meine 4, habe ich ihn gerne mal gespielt. Interessant. Ich hatte auch echt Spaß mit ihm. Also mit Beißel. Ich habe mir einige Dithos mit ihm liefern können. Und gar kein Dithos. Das war wirklich spaßig. Das glaube ich. Der Charakter sieht auch echt lustig aus, wenn man ihn kann. Ich sehe gerade im Chat, dass wir etwas zu leise sind. An die Technik einmal weitergegeben. Es wird, glaube ich, auch gerade gefixt. Ja, wurde anscheinend gefixt. Wir haben das Go vom Techniker. Jetzt ist die Frage. Game 2, Beißel schon mit einer recht dominanten Performance. Also Charakterwechsel auf keinen Fall. Ne? Nein, Charakterwechsel nicht, aber vielleicht wird die Stage was ändern. Wir sind auf einer kleineren Stage, Hollow Bastion. Wir haben nur eine Plattform in der Mitte, vielleicht weniger Plattform-Setups für Beißel. Und er hat auch mehr Plattform-Setters wie Brawler. Brawler mit dem Frapper-Upbeat. Oh. Down-Throw-Frapper, Abwehr-Frapper. Er kann sehr früh auf einer Stage killen mit einer großen Plattform in der Mitte. Und der Schaden ist da. Beißel ist in Kill-Range für diese Kill-Confirms auf jeden Fall. Ja, versucht sich wieder mit seinen Projektilen zu schützen. Der näher offensiv rein, damit rechnet man nicht, wenn die ganze Zeit Projektile auf ihn zufliegen. Also die Nähe von Garkak, muss ich sagen, die ist auch echt praktisch. Die ist sehr gut, ja. Die ist etwas langsam, aber sie hat sehr viel, sehr lange aktiv, hat eine gute Reichweite. Ja, wir und haben die Bewegung auch relativ gerne. Ja, genau. Okay, mit dem Flip, mit dem Budget-Flip-Kick einfach in die Can rein, jagt bei in Luft und das Back erholt fast den Kill, aber. Oh, der Hund ist schwerer als man dachte, aber cool. Eine Stahlkugel auf den Hund zu schmeißen kann durchaus effektiv sein. Ja, das war echt Tierquälerei. Das ist wirklich Tierquälerei. Ah, der Downflow into Up-Air. Okay. Hoffen wir mal, dass keiner von der Peter Susi. Ah, das glaube ich nicht. Okay, wir sind im Ledge-Trap. Du willst eigentlich gegen einen Projectile-Charakter, gegen einen Trapper wie Duck Hunt nicht in der Ledge sein, aber der Funk findet sich wieder da. In welchem Winkel schleugert auch der Down-Smash? Ja, das stimmt wirklich.
sehr tief. Das ist ein Ganondorf-Killer. Ganondorf will ja nicht zurückkommen. Ja, Ogre-Gigamek. Ogre-Gigamek kommt bei gar nichts zurück. Boah, der Junge recovert so oder so nicht. Okay, aber Duckhunt spielt hier gerade mehr mit seinem eigenen Ken als mit dem Gegner. Oh, oh, aber der Downfall-Frapper-Kill-Confirm. Das ist ein brutaler Kill. Drei Stocks zu einem. Das sieht nach einem 1-1 aus. Aber Beisel, wir wollen nicht zu früh gehen, schlägt hier zurück. 0% beide, aber ein Stock mehr für Dafong. Also wie ich sage, wenn man die Dose einmal aus den Augen verliert, ja, dann hat man echt einen Nachteil. Ja. Die Dose schillt aber gerade auf der anderen Seite, wird jetzt runtergeschmissen, um eine neue Dose wahrscheinlich zu ermöglichen. Okay, das Down-Air ist noch bei 0% nicht stark genug für den Spike. Ja. Oh, Down-Throw auf der Plattform, natürlich sehr gefährlich. Genau wegen dieses Kill-Confirms würde man den auf der Plattform hitten, das wäre over. Das wäre Game, da werden wir beim 1-1. Aber Beisel noch im Game. Wenn man auch sagen muss, es sieht sehr schwer aus. Obwohl Beisel Game 1 gewonnen hat, meinte der Funk auch zu mir vor diesem Match, er ist sehr confident, was das Match angeht. Mm. Also er scheint wirklich, wie man jetzt hier auch sieht, einen Plan fürs Match zu haben. Game 1 natürlich in Beisels Richtung eher gegangen, aber wer weiß. Aber auch wenn Beisel jetzt hinten geht, er kann es natürlich noch aufholen. Natürlich kann es noch aufholen, keine Frage. Weil Beisel ist so einer, der macht gerne mal Comebacks. Ich glaube, jeder macht. Oh. Oh. Der Bildschirm macht auch wieder ein Comeback. Der will unbedingt gesehen werden, ihr seht das im Hintergrund. Mhm. Aber Beisel, er hat eine sehr starke Defensive. Lange jetzt über 100%, aber überlebt. Mhm. Auch den Becker, der nimmt ihn noch nicht mit. Diesmal auch die Bowlingkugel wird überlebt. Ah, das war's. Ah, da ist der SD leider. Das ist bitter. Wollte die Kugeln avoiden, hat sich dadurch aber selber umgebracht. Und damit sind wir beim 1-1. Wir haben eine Series. Dieser Mii ist so schön. Dieser Mii ist ein Anblick. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Ja, okay. Wir haben jetzt gesehen, Hollow Bastion als Stage mit der großen Plattform in der Mitte. Ich glaube, das werden wir nicht nochmal sehen. Ich habe gerade gehört von den Spielern PS2. Also eher eine Stage, auf der wir, die wir Game 1 gesehen hatten. Auch in dem Match Beisel gegen Ruven wurde PS2 öfters gepickt. Glaube ich keine schlechte Duckhunt Stage. War leider trotzdem Ruven unterlegen. Aber ich denke, das kann sehr vorteilhaft sein. Gangstu Duckhunt braucht seine Plattform? Ich denke, Duckhunt braucht zum einen seine Plattform zu Setups, auch wenn ich sagen muss, ich bin jetzt kein Duckhunt-Experte. Aber viel wichtiger ist, dass der Mii Brawler keine Plattform in der Mitte hat, damit er diese einfachen Kill-Confirms nicht so leicht bekommt. Oder ja, seine Extensions. Die obere Plattform wäre, glaube ich, viel zu hilfreich für Mii Brawler. Bei Battlefield Kill. Ja, aber dann diese mittige Plattform. Auf den Seiten ist es halt viel schwerer, mit Mii Brawler hier ja, was zu bekommen. Ja, stimmt. Okay, aber diese hohe Plattform halt. Ja, die ist auch wichtig. Okay, die kennen wir. Er wird auf Abstand gehalten. Side B into Grab. Oh. Into Cowboy into einen weiteren Grab. Beisel will einen neuen Twitter-Clip produzieren. Auf jeden Fall. Ja, oh mein Gott. Was für Confirms bin ich hier sehen? Das ist einfach. Duckhunt ist Magie. Mehr ist das nicht. Ich glaube, diese Map ist wie geschaffen für Beisel. Anscheinend. Er arbeitet mit dem Plattform für Extensions, für seine Combos. Generell, aber das Combo-Game auch gerade ohne Plattform. Wunderschön. Aber Dafung antwortet sofort. Es ist Kopf an Kopf, dieses Match. Game für Game, Stock für Stock, ich trainen die hier. Ich liebe es, wenn Matches so even sind. Ja. Das ist das schönste Gefühl. Es macht es so viel spannender. Mhm. Hier die Ken wieder. Dafung wird hier auf Abstand gehalten. Oh, der F-Smash in Neutral wird natürlich gepunished, aber die Ken kommen sofort, um ihn zu beschützen. Die Combo darf nicht extended werden. Sonst hittet man die Ken und man jagt sich selbst in Luft. Und am besten kann Beisel noch was rauskommen und der F-Smash und das Side-B zu punishen. Sehr laggy Option. Vor allem der Spock-Gauch auch vorher. Oh. Diese F-Smashes von Duckhunt, es ist krank, wirklich. Vor allem auch die Reichweite gefunden. Die Reichweite ist gut, ja, aber wie gut er die hittet. Mhm. Wie consistent er smasht, dass die eigentlich super punishable sind. Es ist, das Selbstvertrauen von diesem Mann ist insane. Ich hab kaum... Also ich kenne Beisel ja schon länger, aber ich habe kaum einen Ashmash gesehen, der daneben gegangen ist. Der da ging daneben und ja, wurde gegrabt. Aber kaum. Wirklich, also fast alle Hitten wirklich. Okay, der Ashmash auch nicht. Aber das Insane ist, die Ashmash gehen vielleicht daneben, aber die werden kaum gepunished. Ja. Er macht sie so sicher. Er weiß genau, hier kann ich einlanden und wenn ich nicht lande, bin ich trotzdem noch relativ sicher. Mit der Cam wird hier gearbeitet, der Flipkick und Distanz zu überwinden. Beisel definitiv ein Kill-Percent hier. Auch im Ledge-Trap muss erstmal rauskommen. Er wollte die Nest, geht für Roll F-Smash, um den Ledge-Trap zu bestrafen. Ich finde es auch schön, wie er mit gegen F-Smash immer diese Dose bewegen will. Ja, aber wirklich. Er hat einfach beides im Sinn. Er will den Gegner und die Can treffen. Ja. Er spielt so gesehen ein Drei-Spieler-Spiel. Er weiß, wie er die Dose zu hicken hat und wie sie fliegt und. Oh. Genau. Aber wir wollen ja nicht über Beisel reden. Der Funk hat das Game gerade ausgesehen. Frisst aber sofort wieder 40% am Anfang vom letzten Stock.
das Games. Oh, und er springt in Absmerschrein. Das ist sehr bitter. Das ist sehr bitter. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Kugeln von davon Beißel sehr nerven. Ja. Es ist wichtig, einen Projekt hier zu haben, um Duck Hunt und Terror zum Approachen zu... Oder nicht zum Approachen zu forcen, aber auf jeden Fall etwas zu disrupten. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn davon kein Projekt hier hätte, wäre ein bisschen auch ein Nachteil. Definitiv wäre es... Also was wären die anderen Optionen? Dieser Schlag, den man hätte auf Mii Brawler oder... Ja, ich, von YouTube. Dieser Kick, dieser Flammkick, glaube ich. Nee, das ist ein Side-B. Das ist, glaube ich, auch ein YouTube. Nee, Side-B ist der Flammkick. Wirklich? Ja. Also, ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, es gibt keine gute, wirklich gute, passable Alternative also für es dieses die Matchup. Ich glaube, es gibt die Kugel, diesen Schlag und noch irgendwas anderes. Ein Reflektor vielleicht? Nee, Reflektor. Wir wissen es nicht sicher, auf jeden Fall, aber ja. Wir sind sofort... Oh, Game 4, wir sind wieder auf der Bastion. Wir haben in Game 2 gesehen, das war eher Vorteil für der Funk. Aber vielleicht hat Beißel in den Games jetzt irgendwas herausgefunden und ist bereit, gegen Dafung auch hier zu spielen. Mhm. Ja. Ah, schlägt sich soweit auf jeden Fall nicht schlecht. Das Game ist aber relativ even am Anfang. Beide tauschen sich hier so ein bisschen aus. Die Can beschützt Beißel die ganze Zeit, aber Dafung geht immer wieder rein. Er will hier in der Offensive sein, er will Beißel wirklich nicht die Ruhe lassen. Ich finde es auch schön, aber die Can into Upsmash. Wie die Can einfach zu wirklich 99% ich gehe auf dem Feld. Ja, das also ist wirklich. Wirklich das Haupttool von Beißel. Das stimmt. Ich glaube, Duck Hunt ohne Can wäre auch einfach einer der schlechtesten Charaktere im Spiel. Mhm. Er braucht die Can. Ja. Oh mein Gott! Upthrow into Can! Also, wir sehen hier Confirmed, von dem wusste nicht mal Gott, dass sie existieren. Aber... Beißel macht alles möglich. Beißel macht es möglich, ja. Es ist auch faszinierend, er kommt zur Ledge zurück, aber beschützt sich mit der Can, während er Offstage ist. Auch der Cowboy ist am Start. Cowboy into Can. Predicted den Panic Shield, die Panic Shield Option. Aber das Dusche ist wieder etwas verhalten. Beißel weiß, er ist im Lead. Er muss das nicht approachen. Dafung ist jetzt wirklich gezwungen, was zu machen, weil wenn er es langsam spielt, er wird immer mehr Projectile Damage bekommen. Und er muss diesen Kill jetzt finden. 77% extra Credit schon. Oh, der F-Smash die Can. Oh, die hat geschieldpuckt. Oh, das ist ein sehr böser Confirm. Ich glaube, mit dem Schild wärst du angegangen. Aber das sind 40%, das ist ein guter Start. Dodge den F-Smash. Rennt in die Can rein, weißes Kill, nur nicht, aber Beißel bei 64%. Es ist jedermanns Game wieder. Ein guter Mii-Brawler confirm. Oh, der Frapper. Ah, der Frapper misst, das ist. Ja, oh, er ist in Freefall, das ist der Tod auf jeden Fall. Ja, wir sind wieder am Anfang des von Dafungs letzten Stock. Es ist potenziell sein Tournament-Stock, aber er wehrt sich. Er wehrt sich, das war kein gutes DI an der Stelle. Beißel auch auf seinem letzten Stock von diesem Game. Also das ist auch wird es ein Game 5 geben? Ich vermute. Also ich muss echt sagen, von Mii Brawler. Oh, es wird kein Game 5 geben. Der F-Smash hittet unter der Ledge. Ich war ein Zero sagen, to Death von zum Mii Ende. Brawler, die Abi, die killt so gut. Ja, das stimmt wirklich. Die Abi von Mii Brawler killt gut, aber es war nicht gut genug. Beißel mit dem...